Hallo zusammen, heute mal ein Video zum Thema, wie man den Geschmack der Tomaten im Hobbygarten verbessern kann oder was man machen kann, um möglichst leckere Tomaten anzubauen. Ich möchte auf drei Punkte eingehen, wie wir im Hobbygarten tatsächlich den Geschmack von Tomaten beeinflussen können. Und dann zum Schluss noch einen kleinen Special-Tipp hier, das hat mit dem Zeug hier zu tun. Damit werde ich auch versuchen, den Geschmack der Tomaten nochmal auf die Spitze zu treiben. Dazu komme ich gleich. Jetzt möchte ich ganz kurz auf die Punkte eingehen, wie wir im Hobbygarten den Geschmack der Tomaten verbessern können. Punkt 1 ist eigentlich der wichtigste Punkt, und zwar die Sortenwahl. Unser Vorteil im Hobbygarten ist, wir können uns die Sorten der Tomaten aussuchen. Und an dem Punkt kann man die meisten Überraschungen erleben und am meisten beeinflussen, leckere Tomaten anzubauen. Denn jede Sorte hat ihre eigenen Eigenschaften. Es gibt eben besondere Sorten, die unglaublich lecker schmecken. Und das ist schon mal der erste Punkt. Wenn ihr leckere Tomaten anbauen wollt, sucht euch eine Sorte aus, die das Potenzial hat, sehr lecker zu schmecken. Das ist keine Garantie, dass sie dann auch lecker schmeckt. Da kommen noch andere Faktoren dazu, da komme ich gleich drauf. Aber das ist schon mal der Grundstein für leckere Tomaten, die richtige Sorte. Ich gebe euch gleich noch mal ein paar Tipps von meiner Erfahrung, welche Sorten ich sehr lecker finde, die sich bei mir gut bewährt haben. Der zweite wichtige Faktor, den wir als Hobbygärtner beeinflussen können, um leckere Tomaten zu ziehen, ist natürlich die Kultur, der Standort der Tomaten. Alles, was damit zu tun hat, ob die Tomate ihr volles Potenzial entwickeln kann. Es bringt nichts, wenn ihr die tollste Genetik habt, die Ultrasorte, die mega lecker schmecken kann, aber die Tomate wächst an einem ungünstigen Standort. Dann könnt ihr nicht erwarten, dass die auch lecker wird. Also an dem Punkt könnt ihr auch ansetzen und viel für den Geschmack tun, dass eure Tomaten gut wachsen und ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Meine Erfahrung hat gezeigt, der Standort ist extrem wichtig. Zum Beispiel habe ich die ein oder dieselbe Sorte aus dem gleichen Samentütchen, vom gleichen Züchter, an verschiedenen Standorten angebaut. Einmal hier in meinem Gewächshaus, einmal im Kübel draußen, dann noch in anderen Gärten mit ganz anderem Boden, ganz anderen Bedingungen. Und was sich herausstellte, ist, dass, obwohl es die gleiche Sorte war, jede Pflanze anders geschmeckt hat. Wie ist der Boden zusammengesetzt? Was sind da für Mineralstoffe? Alles spielt da rein. An dem Punkt können wir ganz viel machen und den Geschmack der Tomaten beeinflussen. In dem Zuge kann ich euch empfehlen, wenn ihr eine Tomatensorte angebaut habt und ihr wart nicht zufrieden, es hat euch irgendwie nicht überzeugt, versucht es mal, die Tomate an anderen Standorten anzubauen, zum Beispiel im Kübel oder an einem anderen Platz im Garten. Versucht ein bisschen mit der Erde zu spielen, sei es mit Bewässerung oder mit verschiedenen Nährstoffen, ein bisschen mehr Kompost dazu, verschiedene Methoden mit Mulchen und anderen Düngevarianten. Versucht da mal ein bisschen rumzuspielen. Ich würde es nicht empfehlen, eine Sorte direkt abzuschreiben, nur weil die mal nicht gut geschmeckt hat. Es kann auch total sein, dass einfach mal ein Tomatenjahr nicht so gut ist, weil das Wetter nicht so gut ist und die Tomate einfach nicht schmecken wird. Und jetzt komme ich mal zum dritten Punkt. Eigentlich ein ganz bekannter Tipp, aber ich sage mal ein paar Takte dazu, weil ich sehe das ein bisschen anders. Einen dritten Faktor, den wir als Hobbygärtner beeinflussen können, das bezieht sich noch ein bisschen auf Punkt 2, die Wachstumsbedingungen und Kulturführung. Das ist zum Beispiel das Thema Gießen. Im Internet hört man oft den Tipp, man solle Tomaten wenig gießen. Da möchte ich euch gerne zur Vorsicht aufrufen. Den Tipp sollte man nicht prinzipiell befolgen. Zum Beispiel macht dieser Tipp, wenn ihr Tomaten in Töpfen oder im Hochbeet anbaut, überhaupt keinen Sinn. Das ist absolut kontraproduktiv. Die Tomaten werden da früher oder später eingehen oder Blütenendfäule entwickeln. Den Tipp würde ich immer nur von Fall zu Fall entscheiden. Wie ist es bei euch? Wachsen die Tomaten im Boden oder baut ihr so wie ich Tomaten im Gewächshaus an? Da ist es absolut zwingend, dass ihr die Tomaten gießt. Wenn ihr die Tomaten nicht gießt, geht zwar auch, aber dadurch habt ihr eine sehr negative Nebenwirkung, und zwar geht euer Boden im Gewächshaus ein. Ihr zerstört das komplette Bodengefüge, die Mikroorganismen, alles mögliche, Regenwürmer verschwinden, wenn der Boden so knochentrocken ist im Gewächshaus, weil hier kein Regen reinkommt. Also was ich damit sagen will, den Tipp, Tomaten sollen mal wenig gießen oder gar nicht, immer von Fall zu Fall entscheiden, nicht pauschal anwenden, habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht, müsst ihr einfach gucken, wie es bei euch ist. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, der Geschmack der Tomaten wird durch weniger Gießen tatsächlich ein bisschen besser, einfach weil die Tomaten gestresst sind. Dadurch bilden die einfach besseren Geschmack. Das ist auch bei Chilis zum Beispiel ganz typisch, wenn die Knochen trocken sind und gestresst und schlecht wachsen, sind die meistens extrem scharf.
Das ist einfach eine Stressreaktion. Also das funktioniert tatsächlich. Tomaten wenig gießen, verbessert den Geschmack. Aber ihr habt sehr viele Nebenwirkungen. Da müsst ihr immer abwägen, ob euch das wert ist. Denn zum Beispiel eine typische Folgeerscheinung von zu wenig Gießen ist, dass eure Tomaten ganz schnell Blütenendfäule entwickeln. Die Blütenendfäule ist ein Kalziummangel in den Früchten und der wird hervorgerufen durch eine schlechte Wasserversorgung oder eine unregelmäßige Wasserversorgung. Oder eure Tomaten platzen ganz schnell, wenn die unregelmäßig gegossen werden und die Schale wird dicker und der Ertrag prinzipiell kleiner. Also das wenige Gießen hat echt viele Nachteile. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich mache das nicht. Ich gieße meine Tomaten so gut es geht. Von Fall zu Fall einfach gucken. Da gibt es auch kein Dogma, das soll jeder machen, wie er will. Aber ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass der Tipp mit Vorsicht zu genießen ist. Ja, und zwar handelt es sich hier um Salz. Und damit will ich den Geschmack meiner Tomaten verbessern. Das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, sondern das gibt es in natürlicher Form sozusagen. In verschiedenen Standorten wird mit verschiedenem Wasser gegossen. Ich habe das gehört, dass irgendwie Gärtner in Holland oder in Spanien mit salzigem Brunnenwasser gießen oder künstlich zugesetztem Salz arbeiten. Und das lagert sich dann in den Früchten ein und sorgt für einen kräftigeren Geschmack. Aber da gibt es eine ganz, ganz wichtige Sache, die müsst ihr beachten, wenn ihr mit Salz arbeitet. Da könnt ihr euch einen riesen Bock schießen und euch den kompletten Garten damit unbrauchbar machen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Jetzt möchte ich euch mal kurz zeigen, wie ich das anwende, was ich da jetzt für ein Experiment mache. Meinen Salzversuch werde ich jetzt hier an einer Berner Rose-Pflanze testen, denn von denen habe ich hier 3 Stück im Gewächshaus wachsen. Direkt nebeneinander. An einer Pflanze werde ich jetzt mal mein Salzexperiment durchführen und mal gucken, ob das irgendwas bringt. Und dann mache ich auch einen Geschmackstest, eine Blindverkostung von den gesalzenen Tomaten zu den normalen. Und das kommt auch in einem Video, da bin ich sehr gespannt. Das wird super interessant, aber auch echt schwierig, da einen objektiven Vergleichstest herauszuarbeiten. Aber ich werde mir Mühe geben, könnt ihr mal gerne den Kanal abonnieren. Das Video kommt in den nächsten Tagen. Wie ich das jetzt aber mache mit dem Salz und den Tomaten und wie ich damit den Geschmack verbessern will, zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Ja, die Idee ist ganz einfach. Ich mache mir einfach ein ganz leicht gesalzenes Gießwasser selber und damit gieße ich die Tomaten. Ich habe keine Ahnung, wie viel man da nehmen soll. Ich werde jetzt einfach mal vorsichtshalber mal einen halben Teelöffel ungefähr so ich würde sagen, was haben wir da, 1,5 Liter Wasser machen. Ich schmecke gleich mal ab. Sollte vielleicht nur ganz, ganz leicht salzig sein, denn was ich hier mache, ist hochkant riskant. Ich kann mir da ganz schnell den Boden versalzen. Daher werde ich mich langsam ranarbeiten. Ich fange jetzt erstmal so an. Ich probiere gerade mal, wie salzig das schon ist. Das sollte erstmal genug sein. Ich will mir ja auch nicht den Boden kaputt machen. Und damit gieße ich jetzt eine Berner Rose. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt so 2 Tage vor der Ernte werde ich gießen. Wie gesagt, jetzt gieße ich einfach 2 Tage vor dem Ernten 1,5 Liter leicht gesalzenes Wasser an eine Pflanze, werde dann in 2 Tagen ernten und verkosten. Und das wiederhole ich nochmal in dieser Woche, aber dann reicht es auch erstmal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr andere Erfahrungen habt, würde mich echt interessieren. Ich versuche mich jetzt einfach mal, werde da mal ein bisschen experimentieren und bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, jetzt habe ich hier meine Berner Rose, da gieße ich einfach mal so direkt um den Stamm rum. Ich werde jetzt die anderen Tomaten nicht gießen, auch wenn es für die Vergleichbarkeit gut wäre, also ohne Salzwasser, dass die die gleiche Wassermenge haben. Aber im Boden ist noch genug Wasser, von daher denke ich, wird es keinen Einfluss haben, denn mir geht es ja um den Geschmack und nicht um den Ertrag. Und ja, da werde ich jetzt mal gespannt sein. In 2 Tagen mache ich Verkostung und dann wiederhole ich nochmal das Gießen mit dem Salzwasser und schau mal, ob sich dann was ändert. Ich bin echt gespannt. Ihr könnt gerne dranbleiben, schreibt mal eure Meinung zu dem Experiment in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Und ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und ja, jetzt noch als Bonus kurz ein paar Tipps zu meinen Lieblingssorten, die ich euch empfehlen kann. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Einmal hier die Berner Rose. Das ist eine der besten Tomaten, die ich kenne. Aber das ist total verrückt. Ich baue die jetzt schon einige Jahre an. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe die mal vor vielen Jahren mir als Pflanze gekauft. Und da hat mich das so umgehauen, wie gut die geschmeckt hat. Ich war unglaublich begeistert. Und seitdem baue ich die jedes Jahr an und komme leider nicht mehr an den Geschmack ran. Irgendwas ist anders. Ich versuche viele Sachen. Ich weiß aber, die hat ein extremes Potenzial, gut zu schmecken. Von daher würde ich euch das mal empfehlen. Baut die mal an. Vielleicht habt ihr das Glück und die schmeckt bei euch im Garten auch so gut, wie die bei mir mal geschmeckt hat vor vielen Jahren. Meine 2. Empfehlung ist die Rutje, eine moderne, samenfeste Sorte. Unglaublich lecker, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Da möchte ich auch mal kurz einen Schwenk zum Thema Sorten und moderne Sorten und alte Sorten machen. Oft wird ja gesagt, nur alte Sorten schmecken gut. Das stimmt leider gar nicht.
Auch moderne Sorten für den Hobbybereich sind unglaublich lecker. Ihr müsst da immer unterscheiden zwischen Tomatenzüchtung für den Handel und Tomatenzüchtung für den Hobbybereich. Das sind ganz unterschiedliche Zuchtziele, unterschiedliche Kriterien. Im Hobbybereich ist der Geschmack eines der wichtigsten Zuchtziele. Das ist eben für den Handel überhaupt nicht so. Von daher keine Angst vor modernen Sorten. Ihr werdet begeistert sein, wie gut muss eine moderne Sorte schmecken. Auch samenfeste Sorten gibt es ganz tolle. Ihr unterstützt auch die Züchter da. Die machen echt gute Arbeit und probiert es mal aus. Die Rute sehr zu empfehlen. Ich denke, die ganzen alten Sorten sind ja bekannt. Da gibt es unglaublich leckere. Auch davon unbedingt mal probieren. Ich mache immer so einen Mix von modernen und alten Sorten, um alte Sorten zu erhalten, um da die tolle Variabilität anzubauen. Da gibt es ja unglaublich interessante Sachen. Aber versucht auch mal moderne Sorten hier. Die Rute ist eine ziemlich neue Sorte, unglaublich lecker. Ihr werdet begeistert sein. Eine weitere Sorte, die bei mir im Garten immer unglaublich gut schmeckt, das ist in anderen Gärten nicht so, aber die baue ich prinzipiell an, weil die einfach super ist. Mir schmeckt die total gut, ist die Philomena. Das ist so eine kleine Cocktailtomate mit einer festeren Schale. Die ist ziemlich bissfest, aber ich finde die mega lecker. Ich weiß nicht, irgendwie schmeckt die bei mir extrem gut. Die baue ich jedes Jahr an, kann ich euch empfehlen. Ja, mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen. Es gibt so viele Sorten, ihr müsst einfach mal rumprobieren. Versucht mal alte Sorten, einfach mal experimentieren, was bei euch im Garten gut funktioniert. Gibt es tolle Überraschungen, unbedingt durchprobieren. Ich versuche auch jedes Jahr neue Sorten hier reinzubringen. Jedes Jahr ein tolles Vergnügen, die Sorten zu testen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!